Liebe Zuschauer, drei Finanzinstitute werden gerettet, ein viertes nicht mehr. Und so ging eine heißgelaufene, kreditfinanzierte Weltwirtschaft in die Knie. 10 Jahre ist es her, dass die Insolvenz der Lehman Brothers Bank eine weltweite Krise auslöste. Vor allem betroffen die Banken. Und es scheint so, als hätte sich das Problem 10 Jahre später mehr nach Europa denn in die USA verlagert. Wir fragen trotzdem, wie stehen denn jetzt Amerikas Banken da? In Zertifikate aktuell mit Vivien Sparrenberg von Vontobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau Ehren. Ja, die amerikanischen Banken wurden anfangs noch gerettet, dann aber nicht mehr. Nichtsdestotrotz gibt es die meisten noch. Und 10 Jahre nach Lehman scheint es eher so zu sein, dass Europas Banken mehr Schwierigkeiten haben, die Situation wieder zurückzudrehen als in den USA. Faule Kredite sind hier ein großes Thema, machen aber eigentlich nur gut 5% am gesamten Kreditvolumen aus. Das klingt eigentlich nicht so viel. Sind die Banken ausreichend abgesichert, um diese Summe zu stemmen? Haben die inzwischen vorgesorgt? 10 Jahre Zeit zum Lernen? 10 Jahre Zeit haben sie gehabt, ja, aber die wurden auch unterschiedlich reguliert, was man auch in den USA und in Europa so ein bisschen den Unterschied sieht. Jetzt wurde geschätzt, dass im letzten Jahr Kreditvolumen von 800 Milliarden Euro noch an faulen Krediten rumliegt. Spitzenreiter ist Italien mit 186 Milliarden und Frankreich mit 135. Deutschland dagegen hat nur ungefähr 50 Milliarden faule Kredite noch auf ihren Büchern liegen. Also die deutschen Banken haben noch 50 Milliarden liegen. Italien war ja auch immer noch so ein bisschen in den Schlagzeilen, dass sie großen Teil über die Steuerzahler finanzieren und ihre Kredite irgendwie raushaben wollen und der italienische Staat auch sehr viel unter die Arme greift. Die Kredite gibt es auch in den USA, da sind sie aber ein bisschen besser versteckt oder ein bisschen besser wieder ausgelagert worden, als es, wie es jetzt in Europa war. Und die Regulierung von den europäischen Banken war viel, viel strenger oder ist viel strenger als in den USA. Und hier sieht man auch, dass die Schere hier auch auseinanderklappt. Okay, also Regulierung unterschiedlich, sodass Europas Banken gar nicht so stark aufholen konnten einerseits. Auf der anderen Seite sind auch in den USA nicht alle Banken gleich. Die großen Player wie Goldman und Morgan Stanley scheinen sich gut erholt zu haben, während einige andere, Lehman, Bear Stearns, Merrill Lynch, entweder Geschichte sind oder aufgekauft wurden. Was machen die zwei Großen anders, auch anders als die Banken in Europa? Weil man kann es nicht nur auf die Regulierung schieben, dass es hier nicht läuft. Nein, also man kann es nicht nur auf die Regulierung schieben. Man kann aber sagen, dass zum Beispiel die europäischen Banken auch genauso reguliert wurden wie auch die USA-Banken. Also die haben natürlich auch nicht einfach gesagt, okay, wir haben nicht daraus gelernt und machen einfach weiter. Die USA wurde auch reguliert, aber der Staat hat dem Banken Geld aufgedrückt, damit sie halt diese Finanzkrise aus eigener Tasche nicht finanzieren müssen, sondern dass sie einfach auch selbstständig wieder wachsen können in ihrem Unternehmen. Das ist in Europa ausgeblieben. Alles, was zum Beispiel Digitalisierung oder weitläufig in die Zukunft geht, haben die Banken komplett verschlafen in Europa, weil sie halt noch mit der Finanzkrise zu tun haben. Das sieht man ganz gut bei der Deutschen Bank. Die sind immer noch dabei, so ein bisschen alles auszukehren, was die Finanzkrise ihnen geschadet hat, haben aber komplett alles links liegen lassen, auch die Commerzbank, was so die Digitalisierung und was auch in die Zukunft geht für Kundenakquise und Aufbau von Strukturen. Das haben die großen Banken in Europa einfach verschlafen, weil sie auch keine Kapitalkraft mehr hatten, weil sie ihre ganze Kapitalkraft dafür aufgewunden haben, bestimmte Ratios zu erfüllen oder Eigenkapitalquoten zu erfüllen, waren viel zu viel mit der Finanzkrise beschäftigt. Das haben die US-Banken viel, viel besser gemacht. Goldman Sachs ist der Spitzenreiter und das gerade im Investment Banking. Sie machen viel Geld über ihre IPOs, viel Geld im Investment Banking und in ihrer Kundenakquise und haben auch immer so ein bisschen, stehen nicht im Glanze ganz vorne mit dabei, sondern sind immer hinten am Agieren und machen da eigentlich relativ gute Geschäfte. In Deutschland oder auch in Europa ist es eher, dass die Banken immer auf die Nuss bekommen, weil sie irgendwas machen, was nicht so richtig ist. Okay, damals fing aber alles an mit einer Immobilienblase, die in eine Immobilienkrise mündete. Ja. Parallelen zu heute? Wenn man sich heute mal den Immobilienmarkt anguckt, reiben sich manchmal die Leute die Augen, weil die Immobilienpreise stetig steigen, immer noch. Mhm. Wenn man sich in Frankfurt, München, also auch in Deutschland umschaut und versucht, ein Haus zu kaufen oder geschweige eine Wohnung, da kommen manche Leute gar nicht mehr hinterher. Das billige Geld macht es nicht besser. Also gerade in Europa, wir haben null Zins. Auf jede Bank versucht natürlich auch Kreditvergabegeschäft zu machen, weil das in Europa, auch in Deutschland sehr, sehr wichtig ist für die Banken, auch gerade Kredit
Kreditvergabegeschäft und geben dann nun mal billiges Geld aus. Die Leute kaufen sich wieder Häuser. Parallel in dem Sinne, die Finanzkrise wurde auch auf dem Immobilienmarkt aufgebaut, aber die Krise an sich wurde ja durch Spekulation im Hintergrund, sage ich mal, ausgelöst. Die Warnzeichen sind trotzdem da, gerade das billige Geld kurbelt nicht mehr die Wirtschaft so an, wie sie sollte. In den USA boomt die Wirtschaft und die Zinsen werden immer mal steigen, also sie sind schon sehr, sehr hoch, im Gegensatz, wenn man sich jetzt Europa anguckt. Und da wird USA immer attraktiver gegenüber Europa. Und eigentlich sieht man so, dass die Krise zwar aus den USA kam, die USA aber eigentlich komplett auferstiegen ist und Europa immer noch am Leiden ist. Man sieht es auch in der Kursentwicklung der Banken, hier mal in der Chart von Goldman. Ende 2017 die Hoffnung mit Donald Trump und Steuerreform schon angekündigt, lockere Regulierung. Sie sagten es schon, Sie können auch einiges besser verstecken, als man es in Europa machen kann. Nichtsdestotrotz beeindruckende Kursentwicklungen. Wie beurteilen Analysten jetzt, wie Amerikas Banken, gerade die großen, bewertet sind? Wenn man sich die drei größten mal rausnimmt, Goldman Sachs, Morgan Stanley und JP Morgan, ist es schon beachtlich, was sie für Kursziele haben. Sie haben alle Return-Potenzial von ungefähr 20%, stehen fast bei allen Analysten mit mindestens 50% auf der Buy-Side. Der Kursrutsch oder der Kursanstieg auch von Goldman Sachs, wie man hier sieht, ist zwar beflügelt durch das, was Trump gesagt hat, aber sie liefern auch die Zahlen ab, wenn sie ihre Quartalszahlen liefern. Goldman Sachs hier mit vorne dabei, aber auch JP Morgan oder Morgan Stanley, wenn man sich Morgan Stanley anguckt, haben eigentlich genau den gleichen Up-Move hier gemacht, ein bisschen weniger, als wenn man sich jetzt Goldman anguckt. Ja. Aber nichtsdestotrotz geht die Richtung auf jeden Fall nach oben. Sie haben nach der Finanzkrise einfach alle komplett outperformed, sind alle nach oben gegangen, was man sich jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bank oder bei italienischen Banken gar nicht mehr ausmalen kann. Welche Topics unter den Banken haben so die Analysten auf dem Zettel? Also die drei großen, die ich schon gesagt habe, Morgan Stanley, Goldman Sachs und JP Morgan, haben alle ungefähr Return-Potenzial von fast 20%, wenn sie im aktuellen Kurs stehen. Und das sind eigentlich die drei großen, die in den USA eigentlich auch die wichtigsten sind. Und wenn man sich jetzt in Deutschland anguckt, da gibt es, glaube ich, keine Bank, die 20% Buy-Rating hat. Wenn wir uns jetzt mal eine Aktienanleihe auf beide Großbanken anschauen, frage ich mich dennoch, warum denn eine Aktienanleihe, wenn so viele Analysten ein positives Urteil fällen, es noch Kurspotenzial da ist, könnte man ja auch mit offensiveren Produkten gerade US-Banken abbilden. Also man kann US-Banken abbilden, sowohl mit Hebelprodukten, wenn man zum Beispiel auf die kurzfristigen Trends setzt. Bei Goldman Sachs und Morgan Stanley ist es jetzt so, dass die Return-Potenzial auf ein Jahr gesehen ist. Das heißt, sie müssen in einem Jahr das machen. Da sind Anlageprodukte eher für den längeren Horizont, die man noch beimischt im Depot, ein bisschen besser geeignet. Hebelprodukte vielleicht vor Quartalszahlen oder ähnliches besser geeignet, weil Hebelprodukte durch die jeweiligen Schwankungen natürlich auch wieder nach unten und nach oben gehen können. Ein Anlageprodukt zur Beimischung, vielleicht wenn man die US-Banken ganz interessant findet, aber sich vielleicht nicht die Aktien ins Depot heben will. Laufzeit wäre ein gutes Jahr. Das Produkt ist noch in Zeichnung. 6% Coupon ist eigentlich auch gar nicht so wenig, wenn man überlegt, dass es amerikanische Banken sind. Warum müssen es denn 6% sein? 6%, also eine Barrier von 75%, fast 15% Downside, die man noch hat. 6% ist eigentlich ein relativ moderater Coupon. Den kriegt man tendenziell bei deutschen Aktien nicht mehr so sehr, weil die Volatilität einfach auch so ein bisschen rausgegangen ist. 6% ist, glaube ich, für beide ganz moderat anzusehen. Okay, zu welchem Risiko? Das Risiko ist, wenn ein von den beiden Banken unter die 75% und die Barrier reißt und am Ende der Laufzeit nicht mehr über seinem Basispreis steht, dann gibt es gegebenenfalls Aktien. Da das US-Aktien sind, wird hier 1:1 Cash ausgezahlt. Okay, vielen Spangenberg, vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, 10 Jahre ist es her, dass Lehman pleite ging und die Finanzkrise hat sich größtenteils nach Europa verlagert, denn die europäischen Banken leiden bis heute noch schwer darunter. Amerikanische Institute profitierten einerseits von der Steuerreform, andererseits von deutlich lockerer Regulatorik, sodass Morgan Stanley, Goldman Sachs und JP Morgan als die drei Top-Player unter den Analysten gelten. Mit einer Multi-Aktienanleihe könnte man sie als Beimischung abbilden. Natürlich gibt es auch die Titel einzeln zu haben.